heute Morgen ja, geschlafen habe ich ganz gut. Es ist schon 8. Es ist selten, dass ich so lange in der Früh schlafe, aber ja. Oh, gestern ganz schön erledigt. Noch ein bisschen anstrengend die erste Tour mit dem Schifferl da. So, jetzt werde ich dann mich ein bisschen kultivieren, sprich Zähne putzen, campen, waschen und dann mache ich mir einen Kaffee und frühstücken. Und wenn ich dann gefrühstückt habe, mir ist es gemütlich, nachher noch alles abbauen. Und dann werde ich wieder in den See stechen und die letzte Etappe flussabwärts fahren zum Ausgangspunkt. Na gut, dann sehen wir uns dann später wieder. Kultiviert habe ich mich jetzt, dass er waschen, Zähne putzt. Jetzt mag ich was frühstücken. Und auch einen Kaffee kreie ich mich jetzt. Einfach drum Salami und drum Käse. Mehr brauche ich gar nicht zum Frühstücken. Und dazu einen guten heißen Kaffee. Dann werden wir jetzt gleich mal umrühren. Das da drüben auf dem anderen Ufer, das ist schon Österreich. Die Salzach ist ja ein Grenzfluss und da drüben ist die deutsche Seite und drüben ist Österreich.
So, jetzt ist es wieder soweit. Zweite Etappe, das letzte Stück. Ich freue mich jetzt schon aufs Schifferl fahren. Das Steckerl, was ich da reingesteckt habe, das habe ich gestern, wo ich gekommen bin, reingemacht. Das ist an einem Fluss eigentlich ganz gut und praktisch, weil man da an einem Pedalstand kontrollieren kann. Und es ist ein bisschen gestiegen. Bei so einem Fluss, das ist nicht ganz so ohne. Das kann durchaus über Nacht enorm steigen. Und deshalb mache ich mir, wenn ich komme, an so einer Sandbank Markierung, einen Pegelstand. Und dann kann ich auch den ganzen Abend über oder in der Nacht dann nachschauen, ob es kritisch wird oder nicht. Na gut. So, die letzte Zigarette. Auf dem Boot rauche ich dann nicht. Wenn das Blut reinfällt, dann war das nicht so gut beim Schlauchboot. Na gut. Verstaut ist auch soweit alles ganz gut. Jetzt werde ich dann ein bisschen mehr filmen auf dem Wasser. Gestern habe ich nicht so viel filmen können auf dem Wasser, weil ich dann navigieren habe müssen, sprich orientieren, wo denn diese Sandbank ist. Das ist nämlich, wenn man da draußen auf dem Fluss ist, gar nicht so einfach zu finden. Und wenn man dann, ich habe da so eine App, wo man ganz gut orientieren kann. Und man muss dann da auch Gas geben, weil Richtung Herei, weil das ist doch eine ganz schöne Strömung da beim Fluss, und wenn man das übersägt, dann schafft man es nicht mehr rein, weil die Strömung, da landet man dann irgendwo da hinten. Aber es hat ja ganz gut hingehauen. Ja, ich freue mich schon so aufs Schifferl fahren. Wenn es wollt, fahrt mit mir mit. Ich werde jetzt heute ein bisschen mehr filmen beim Wasser. Und schauen wir mal, was da so landschaftlich da angesagt ist. Also, ahoi, bis später. So, jetzt geht's los. Also,
Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber da ganz hinten am Horizont sieht man ein bisschen die Berge rein. Das ist anscheinend auch ein bisschen Föhn. Ein bisschen in die Wolken da, die Berge. Aber schön. Jo. Schauen wir mal. Da, so rauscht es so. Da unten. Das Boot noch ein bisschen dran. Ja, jetzt wieder ein bisschen wilder, aber halb so weit kriegen wir schon hin. Ein bisschen mehr. So, schieß, wunderbar. Ja, man hört schon. Da unten wird es jetzt ein bisschen wilder, weil es enger wird. Freuen wir jetzt schon. Muss ich wieder ausfüllen. Ja, da sieht man jetzt ganz schön, wie sich eigentlich über die Jahrtausende so die Salzach eingegraben hat. Das da oben war vielleicht irgendwann einmal Oberkante, und das ist also alles Flusssand, und ja, das kommen weiter unten dann auch nochmal welche, also manchmal haben da sogar richtige Höhlen drinnen, das ist ganz, ganz schön da. Vielleicht ein paar Worte zur Salzach. Die entspringt ja da in der Schweiz. Und ja, bin ich mir nicht ganz sicher, weil der Inn auch irgendwo aus der Richtung kommt. Auf alle Fälle ist die Salzach ein Gebirgsfluss, wo also von der Schneeschmelze her das Wasser dann abtransportiert wird. Und im Mittelalter hat man also die Salzach dazu hergenommen als Salzhandelsweg, daher der Name Salzach, und dann gibt es ja das Salzburg, und also von Salzburg nach Burghausen wurde also da fleißig das Salz mit Blättern transportiert, und das war natürlich nicht so ungefährlich, so ein beladenes Schiff. Und ja, heute ist die Salzach ziemlich gezähmt und begradigt, aber früher war die also durchaus gefährlicher. Und es gibt dann in Burghausen einen Felsen, der wo ja, so 10, 15 Meter mitten in der Salzach ist. Und der Felsen heißt also Kreuzfelsen, und man spricht halt davor, also das hat man auch bei uns in der Jugend, Kindheit schon erzählt, viele Mythen um diesen Felsen, aber kann man schon gut vorstellen, dass das ein oder andere Schiff eben da an diesen Felsen zerschellt ist und dann gekentert ist, ja. Und wahrscheinlich wird man da dann ja, zu Gedenken an die Seefahrer da ein Kreuz aufgestellt haben. Und dann hat halt der Felsen den Namen Kreuzfelsen gekriegt. Ja. Na gut, eine Seefahrt, die ist lustig. Ja, man wird es nicht lesen können. Es sind also da immer an die Ufer. So stehen die Flusskilometer, da ist jetzt 21, ich glaube bei 29 oder was bin ich losgefahren. Also haben wir jetzt schon 8 Kilometer gefahren und einige Kilometer haben noch vor uns.
Da ist jetzt gerade der Bus hat geflogen. Aber ich glaube, der erwische ich nicht mehr. Der ist irgendwo da im Wald rein. Und zugleich haben auch zwei Wildenten vorbeigedüst. Die werden wahrscheinlich abgehauen sein, wo sie den Burschen gesehen haben. Ja, mal schauen, was wir noch alles auf die Kamera kriegen. Ja, das ist schon gigantisch, wie flott man eigentlich auf dem Fluss unterwegs ist. Das ist also, ich schätze mal, viel schneller als mit dem Fuß und nicht ganz so schnell wie mit dem Radl. Ja, wenn man Fußgeschwindigkeit flott, haben wir so 5-6 Kilometer in der Stunde. Und da kann man sich vorstellen, so 8-9 Kilometer in der Stunde. Ja, das bin ich ja gestern gefahren. Also es ist schon toll, wie das da geht. Naja, da ist jetzt ein kleiner Felsen drinnen. Und so ähnlich ist der in Burghausen unten, bloß der ist dreimal so groß und eben hübsch in der Mitte. Naja, und im Wasser auf alle Fälle. Ah, ich hab noch Platz! Nach Burghausen! Nach Burghausen! Ja! Ja, du musst auf YouTube schauen! Und der Buschkraft Outdoor Inntal! Buschkraft Outdoor Inntal! Genau, da seht man euch dann! Schaut euch das einmal an. Da kann man wohnen, gell? Da kann man es aushalten. Es laufen sehr viele Quellen in die Salzach rein. Immer wieder sagt man, wie also die Salzach da mit Frischwasser, Quellwasser gespeist wird. Da oben ist auch wieder so eine Auffangstation vom Wasser. Also was mich auch beeindruckt, ich habe jetzt da immer wieder mal Leute getroffen am Ufer, jeder winkt und ist egal, ob die mit dem Traktor da irgendwie im Rand tuckern oder ob die da bei Holzarbeiten sind, also das kann ich mich gar nicht mehr so erinnern, dass so die Leute immer noch begeistert sind, wenn da jemand mit dem Schlauchboot um den Rand tuckelt. Und der eine oder andere schreit dann vom Ufer, ich möchte mitfahren. Ja, also gefällt mir. Schieß, wunderbar. Ah, da unten, man hört es, hoffentlich haben auch wieder ein paar Felsen im Wasser. Und dementsprechend bricht sich das Wasser da. Und woher tut es so, als wenn da ein riesiger Wasserfall jetzt demnächst kommt.
Es ist schon gigantisch, was das da dann für, ja, wie das Wasser da, dann die Gischt sich da bricht. Also, schön. Was ich euch auch noch sagen wollte, das ist, wenn man so auf Tour unterwegs ist, sagt irgendjemand Bescheid, wo ihr unterwegs seid und wann ihr geplant habt, wieder wo daheim zu sein. Weil dann, wenn wirklich irgendwie ihr da nicht auftaucht zu dem Zeitpunkt, dann weiß man, wo ihr unterwegs seid. Man kann auch, so habe ich jetzt ich gestern mit meinem Bruder gemacht, eine Zwischenstation, also einen Sammelpunkt in der Mitte irgendwo ausmachen, falls alle Stricke reißen, dass man sie dann da trifft. Es kann ja so viel passieren, das Boot kann ein Leck kriegen, oder auch wenn man ohne Boot unterwegs ist, dass man sich einen Fuß verstaucht oder sogar bricht. Ja, und dann hast du die Kacke am Dampfen. Und so wie jetzt, da wo ich heute mein Biwak in der Nacht aufgeschlagen habe, da null Handyempfang, also gar nichts. Und da ist es natürlich schon gut, sollte was sein, dann geht man an diesen nächsten Treffpunkt, den man ausgemacht hat, und da kann man dann abgeholt werden, wenn es ist. Es gibt da diese App Hilfe im Wald, und es gibt also in ganz Deutschland so Rettungspunkte, und da kann man dann ebenfalls die Nummer angeben, wo da auf diesen Rettungspunkten steht, und dann findet man einen, also dann auf alle Fälle. Also, wie gesagt, immer Bescheid sagen, und wann und wo, dann kann man wirklich reagieren, als wenn man einfach drauf losmarschiert oder einfach eine Tour. Aber wenn man da niemandem Bescheid sagt, wenn dann irgendwie was ist, dann weiß kein Mensch nicht, wo ihr seid. Und wie gesagt, das mit Handyortung, es ist alles gut und schön, vielleicht in der Stadt. Aber wenn man mal wirklich in der Pampa ist, dann ist da eben nichts mit Handy. Speziell Richtung Bayerischer Wald runter, da Richtung tschechische Grenze, da ist da nichts mehr. Ich glaube, ihr seht es. Es wird ein bisschen welliger. Schön ist es. Gefällt mir, wenn es so ist. Solange es nicht noch mehr ist, passt es schon. Ja, wunderbar. Ja, da kann man wirklich wohnen. Da muss ich schauen, dass ich das Boot ein bisschen in die Strömung bringen. Da ist ein Enterl gewesen. Ja, da läuft auch wieder das Wasser raus. Na gut. Ja, da war jetzt wieder Kilometermarkierung 18. Ja, das ist gigantisch. Schon wieder wie die Flusskilometer da dahingingen. Toll. Ja, da ist er. Kreuzl, da ist wahrscheinlich bei Waldarbeiten was passiert.
Ja, von wegen ich Boot brauche ich nicht, gell. Also, das ist mir jetzt dann doch zu lange. Ich kann da nicht 2 Stunden keine rauchen, das geht überhaupt nicht. Das Wetter ist auch, wenn man sagt, die Sonne ist jetzt rausgekommen. Wunderbar, also echt super, so ein Herbst ist schon, hat schon was. Also falls der ein oder andere auch Lust hat, sowas zu machen, mit dem Schifferl runter zum Fahren am Fluss, bin also in Tippmoning losgefahren. In Tippmoning ist wichtig, erst nach der Brücke einsetzen, aber das steht eh dort. Und dann kann man eigentlich das ganze Stückerl, ihr seht, das ist also wirklich schön breit. Und sind jetzt nicht irgendwie gefährliche Stromstellen oder so. Also man kann da durchaus auch mit dem Kajak oder mit dem Kanadier runterfahren. Und das geht dann bis nach Burghausen. Und in Burghausen ist dann auch wieder so eine Anliegestelle, weil von Tippmoning nach Burghausen fahren nämlich auch Blätten. Das sind also große, ja große, ist übertrieben, für 20, 30, 40 Leute. Blätten, das sind also so Holz, große Holzboote. Und die fahren also von Tippmoning nach Burghausen. Und ich schätze, dass man jetzt reine Fahrzeit, ja, also so 2,5 bis 3 Stunden, dann hat man das geschafft. Ich habe es natürlich mit den Buschkräften verbunden, dass ich quasi in der Mitte, das ist dann beim Non-Ride, da läuft der Siechenbach, heißt der, in die Salzach, man kann das da alles googeln, und da ist also eine wunderbare Sandbank, und da kann man also sehr gut dann biwakieren. Gut, es ist da auch irgendwie so, dass ab und an so ein Mountainbiker da irgendwo oberhalb im Wald vorbeifährt, aber die lassen einem in der Regel in der Ruhe. Und ansonsten ist da draußen, also wenn es dann ein bisschen dämmerig ist, hat man da seine Ruhe. Ja, jetzt ist, ihr seht das, da wenn man nicht aufpasst, da hat man ruckzuck. Ruckzuck ans Ufer kommen. Also man muss, das darf man nicht unterschätzen. Wenn so eine Kurve beim Fluss ist, lieber an der Innenseite dann ansteuern, weil es zirkt dann nach außen. Also da wenn man nicht aufpasst, das ist innerhalb halber Minuten, zirkt es dann da raus, und wenn man dann einmal in der Hauptströmung außen drin ist, darf man schon ganz schön rudern, um da wieder wegzukommen. Und das ist also mit dem Schlauchboot nicht ohne, wenn man da dann, man sieht, das sind überall Felsen und Äste und Baum, und wenn man da reinfährt, dann war's das. Also dann ist das Boot mit Sicherheit kaputt. Ja. Also, gerade noch mal gut gegangen, aber mei, das gehört dazu, das ist live. Live ist live, ja.
So, das, was man jetzt da oben sieht, diesen Turm, das ist also Klosterbrauerei Reitenhaslach. Wie der Name schon sagt, da ist auch ein Kloster mit dabei und eine Kirche. Man kann das dann auch besichtigen da oben. Und hat auch also eine Kloster-Gaststätte. Die brauen auch noch ein eigenes Bier. Da links sieht man eh den Kamin da von der Brauerei. Und das ist schon eine Sehenswürdigkeit, dieses Reitenhaslach mit dem Kloster und mit der Klosterbrauerei und mit der Lokalität. Hat auch einen super Biergarten. Ich weiß das deshalb so gut, weil in meiner Lehrzeit haben wir quasi da mal diese Gaststätte quasi renoviert. Und von daher kenne ich das also ganz gut da drüben. Naja, weiter geht's. So, da kommt jetzt die nächste Sehenswürdigkeit, Marienberg. Das ist auch so, ja, eine kleine Wallfahrtskirche. Kann man auch schön mit dem Radl hinfahren. Da kann man dann bis Burghausen, kann man da dann fahren. So, Fischer, oder? Erreicht Burghausen. Es waren jetzt gute 20 Kilometer. War echt super. Das Wetter hat auch passt. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Geht es dann wieder aus dem Wald. Wenn es euch gefallen hat, gebt es mir einen Daumen hoch. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder bei den nächsten Videos. Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lenny. Servus.